Hallo, ich bin's, Andrea aus der Basel-Oase. Ich grüße euch. Ja, ihr hattet mir ja ganz tolle Kommentare geschrieben. Ich will auch mal gucken, dass ich heute mal wieder welche beantwortet bekomme. Und ich freue mich total. Ihr habt so klasse auch geschrieben. Ich musste richtig vor ein und anderen ein bisschen lächeln, ein bisschen lachen. War richtig cool, was ihr so reinschreibt. Da freue ich mich total. Ja, das mal so am Rande. Und einige von euch wollten gerne Kartenbeispiele haben, was man mit dem neuen Vellum-Papier so machen kann. Ja, da habe ich mich da gleich rangesetzt und ich habe 3 Karten vorbereitet, die ich jetzt mit euch zusammen bastel. Und zwar, das ist die erste Karte, die ich jetzt mache mit euch. Dafür habe ich einmal das Set benutzt hier, das ist das neue Set, und einmal das Set. So, und die Karten, das ist, die Karten habe ich diesen Cardstock benutzt hier. Und ich habe jetzt erstmal mit der kleinen Stanze das ausgestanzt. So, ich schneide da ja auch immer ein Stück ab, so dass ich immer die Karten habe in 10,5 x 14,5. Dann habe ich das ein bisschen leichter mit den Auflegern. Ne, dann schneide ich einfach ein Stück vom Rand ab. So, dann habe ich mir so ein Stück von diesem schönen Vellum genommen. Und das kommt jetzt hier hinten rauf. So, jetzt mal gucken. Ich glaube, dafür nehme ich jetzt mal so eine Rolle. So, dann setze ich das. Jetzt muss ich mal gucken, welche ist die schöne Seite davon. Ich glaube, es tut sich nichts, ne? Aber von beiden Seiten schön. Dann setze ich jetzt das hier so rauf. So, dann habe ich mir das jetzt ein klein bisschen kleiner geschnitten und habe das geprägt mit dem Prägefolder. Und das setze ich jetzt genau hier rein, damit das verdeckt ist hier, dieses Fenster. So, das mache ich jetzt mit Flüssigkleber. Wobei ich jetzt natürlich, ja, das ist ja auch ein bisschen doof. Ich mache das lieber hier mit Flüssigkleber, weil ich will ja nicht, dass das Vellum Klebespuren abbekommt. Mache ich das lieber hier drauf, sonst habe ich da ja nachher die Klebespuren drauf. So. Wo habe ich denn hier unten? Hatte ich schon was drauf gemacht. So, und das setze ich jetzt hier rein. So, wenn man jetzt die Karte aufklappt, dann ist hier eine schöne Seite drauf. So. Dann habe ich ja mit diesen Stanzen hier einen Rahmen gehabt. Und den setze ich jetzt hier wieder rein. So, jetzt bin ich noch am Überlegen, ob ich das... Ja, ich glaube, ich mache das doch so mit diesem hier. Und dafür nehme ich jetzt hier mein Tacky Clue. Wo habe ich jetzt meine Brille hingelegt? Ja, weiß ich wieder nicht. Doch, da. Ja, wenn man eine Brille sucht, ohne dass man eine Brille aufhat, ist auch nicht so einfach, ne? Ich finde das so herrlich, dass ihr alle Spaß abkönnt. Das ist so herrlich. So. Falls ihr wissen wollt, wo ich diese Flasche her habe, die ist von Crafters. Die gibt es da zu kaufen. Dann habe ich Tacky Clue umgefüllt. So, nun setze ich den da hier so rein. Der passt ja nur genau da rein. Also ich habe ihn dann nochmal mit einer anderen Farbe ausgestanzt. So, nun habe ich dann hier so ein richtig schönes Fenster. Tacky Clue klebt immer nicht gleich. Der braucht immer ein bisschen. So, dann habe ich mir diesen schönen Zweig ausgestanzt.
Also die Stanze finde ich auch total cool hier. Schon ein bisschen her, wo das die gab, aber der eine oder andere wird die bestimmt haben. Ihr könnt ja auch jedes andere Motiv draufsetzen. Das sind ja jetzt auch alles nur hier so Beispiele, damit ihr mal so gucken könnt, was man Schönes mit dem Vellumpapier machen kann. So, jetzt mal gucken. Setze ich da so mal rauf. So, Schild soll da nachher rauf. Ja, hat er ein bisschen höher gekonnt. Ja, noch gar nicht entschieden. So. Noch ein kleines Stück höher. So. Okay. So. Dann habe ich noch aus diesem Set ja auch den Vogel und auch die Feder ausgestanzt. Und ich habe jetzt nur diesen, das benutzt hier auch. Also die Farben aus dem Cardstock und den weißen Cardstock. So, und jetzt mal gucken. Den möchte ich jetzt auf alle Fälle mit Abstandsband drauf haben. Da mache ich mir da so ein Stück hin. So. Und dann setze ich den Vogel hier so rauf. Und die Feder wollte ich hier oben so rauf haben. Das mache ich auch mit Abstandsband. Na, Schatze? Ja. So. Ups. Oh, das war die falsche Seite. Soll eigentlich drauf bleiben. Ups, so. So, der soll, wieder kommt dann da oben hin. Und das kommt auch mit Abstandsband drauf. Und das will ich ein bisschen höher haben. Deswegen mache ich zwei Lagen übereinander. Also dieses doppelseitige Klebeband, was so ein bisschen Abstand auch hat, das klebt wie Hulle. Und das kommt jetzt hier vorne drauf. So, dann habe ich hier noch ein paar Steinchen. Und dann mal gucken. Also auf alle Fälle kommt hier ein Steinchen hin. Und hier ein Steinchen. Und dann mache ich hier oben nochmal so drei Steinchen. So. Und damit ist die erste Karte fertig und ich finde, sie sieht doch richtig schick aus. Jetzt kommt noch der Umschlag dazu. Ist doch eine richtig schöne Karte und da kann man natürlich was reinschreiben. Die Seite sieht jetzt auch sauber aus. So, das war mein erstes Beispiel. Kommt das einmal hier alles zur Seite. Vorne hin. Das war mein erstes Beispiel. Dann hatte ich das zweite Beispiel. Dafür habe ich diese Stanzen benutzt. Die stanzen ja einmal den Rahmen aus und dann hat man aber auch noch das Innenteil. Genau, das habe ich dafür benutzt. Und hier habe ich das so gemacht. Oh, hier fallen schon die Steine ab. So, komm mal rauf hier. So. Hier habe ich das so gemacht, dass ich das, also ich habe die Karte ja wieder geschnitten,
auf diese Länge von 14,5. Dadurch ist das Vellumpapier minimal größer, was natürlich schön ist, wenn man die Karte so aufmacht. Und damit ich das da befestigen konnte, habe ich einfach so einen Faden, bin ich also erst durch die Seite durchgegangen, habe den Faden einmal hier runtergezogen, hier wieder raus und dann hier zusammengeknotet. Das ist alles. Und dann hatte ich noch so eine Herzchen hier und das habe ich dann da unten noch dran gemacht. Und ich finde, das sieht richtig edel aus. So, und jetzt habe ich ja diese ganzen Herzen ausgeschnitten, ausgestanzt und die setze ich jetzt einfach darauf. Das mache ich auf die Seite. So. Setze ich jetzt schön mit Abstandshaltern drauf. Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig rum habe hier. Das ist eigentlich auch eine schöne Karte jetzt so zum Valentinstag. Das ist dann Herz Nummer 1. Dann habe ich nochmal das kleinere Herz in Vellum aufgeschnitten. Und auch das mache ich jetzt mit doppelseitigem Klebeband. Muss ich natürlich gucken, dass ich das so hinkriege, dass gleich das Klebeband verdeckt wird von dem letzten Herzen. So, und jetzt kommt hier noch das letzte Herz drauf. Somit habe ich das verdeckt. Das ist jetzt so 3D-mäßig, ist das jetzt also drauf. Und dann habe ich ein Schild gemacht, kleine Überraschung. Das kommt dann hier unten nochmal rauf. Da habe ich auch wieder das Vellumpapier benutzt. Und zwar habe ich eine Lage, woraus ich die Herzen gemacht habe, eine Lage Vellum. Und auf dem weißen Karton habe ich denn das gestempelt. So, das kommt dann hier unten so rein. Und dann habe ich ja, das ist ja das Besondere an diesen Stanzen, noch diesen Rahmen. Und da habe ich gedacht, das ist doch eine tolle Idee, dass der Rahmen hier so reinkommt. So, dafür nehme ich wieder mein Tacky-Clue hier, diesen Mini mit der Minispitze. Also da kann man wirklich richtig punktuell kleben, das ist so schön. Das kriegt man ja sonst mit einer normalen Klebeflasche gar nicht hin. So. So. Und das kommt jetzt da rein. So, und da kann der Liebste dann was reinschreiben. So, jetzt habe ich hier noch ein paar Steinchen. Die sollen ja noch da drauf. Dann kommt auf alle Fälle hier so ein kleines drauf. Und die Herzen kriegen auch alle einen Stein. So. Das große Herz kriegt den größten Stein. So, und so gefällt mir das schon ganz gut.
So hat man das Vellum jetzt hier ganz edel gemacht und dann kann man hier in der Mitte schön was reinschreiben. Das war so die zweite Idee, die ich hatte zum Vellum. Und jetzt kommt die dritte Idee. Wo habe ich das hingetan? Ach ja. So. Bei der dritten Idee habe ich mal wieder meine Lieblingsstanze, die Schmetterlingsstanze benutzt. Und diesen Rahmen, also diese Kreisstanze, auch aus dem Action-Stanzset. Das habe ich immer hier bei mir an meiner Magnetwand drauf. So. Und da habe ich das jetzt auch wieder so gemacht, dass ich hier jetzt erstmal den Kreis ausgeschnitten habe. Und hier kommt jetzt das Papier rein. Das mache ich genauso wie bei der ersten Karte. Da mache ich außenrum. Das mache ich diesmal so, weil der Kreis ja kleiner ist. Und dann kommt das hier so rein. So, dann habe ich wieder einen Einleger gemacht, den ich da auch dann jetzt drauf mache. Und dann mache ich das jetzt auch wieder so, dass ich die Kleber hier auf hier rauf mache und nicht da auf dem Einleger, damit ich nicht die Klebe auf der Ausstanzung drauf habe, beziehungsweise auf dem Vellum. So. Den habe ich minimal kleiner geschnitten, damit er gut hier reinpasst. So. Hier guckt ein bisschen Kleber raus. Ich muss mal gucken, ich mache mal mein Tuch hier. Wisch das ein bisschen ab. So. So, dann sieht das schon so aus. Dann habe ich aus dem Vellumpapier habe ich ein Schmetterling, den Hintergrund gestanzt und der kommt da jetzt so hin. Und ich glaube, ich nehme da wieder diesen Kleber, weil das Vellum lässt sich damit sehr gut kleben. So. Das sollte ein bisschen abstehen jetzt. Mal gucken, dass ich das so ein bisschen gebogen kriege. Ja. So. Da auch nochmal. Ja, das ist doch sehr schön. So, dann habe ich hier nochmal aus dem weißen Papier und das hatte ich dann vorher geprägt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das sieht so schön aus. Und der soll jetzt hier in der Mitte drauf. Das wird also eine ganz edle, einfache Karte. So. Ihr könnt da auch Blumen machen. Also ihr könnt ja alles reinkleben in diesen Kreis. So, dann habe ich ihn ja auch noch mal den Körper. Den mal gucken, ob ich das jetzt so mit diesem Kleber trocknet ja ganz transparent ab. Den Körper da auch noch aufkriege. So, das finde ich sieht schon richtig edel aus. Es muss ja auch mal gar nicht so eine Karte so überladen sein. Es reicht ja auch manchmal, wenn man so ein bisschen drauf hat. So, und dann habe ich zum Geburtstag alles Liebe noch gemacht und das mache ich wieder mit Abstandshalter drauf. So. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, das war gerade Schatzel. Der mir sagte, dass er die Kartoffeln schon mal aufsetzt. Bei uns gibt es nämlich heute
Kartoffeln mit Bechamel, also Pellkartoffeln in Bechamelsoße. Und der Thermomix macht diese Bechamelsoße sowas von lecker. Und das kann ich super in meinem Diätplan einbauen. So, das kommt jetzt hier rauf. So, also da ist jetzt auch nicht so viel Schisslaving drauf. Und dann nehme ich mir mal dieses hier. Das habe ich ja von Karin Jedenmeier. Okay. Dass ich das aufkriege hier. Oh. Also ich muss auch sagen, so manchmal ist es echt Plastiktüchen. So schwierig ist da rauszukriegen. So. Und da schneide ich mir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 ab. Und die setze ich jetzt mal gucken, setze ich sie auf dieser Seite oder auf dieser Seite? Ich glaube, ich setze sie auf dieser Seite. So. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Dann machen wir vier. Und noch mal zwei. Oh, diese Schere ist nicht so gut, muss ich sagen. Die andere, die ich vorher hatte, war besser. So. Genau, nun habe ich da noch so schöne Steinchen drauf. Und die kann ich noch mal gucken. Hier habe ich noch mal silberne Steinchen. Die mache ich hier unten noch mit drauf. Mache ich dann ja so genau und auch das reicht mir schon so und das war jetzt dann die dritte Karte. Ich finde auch mal so eine schlichte Karte auch ganz schön, dass sie dann nicht so überladen ist. Das gefällt mir auch sehr gut. Ja. So, das sind jetzt so meine drei Beispiele, was man so mit Vellum machen kann. Ich hoffe, euch hat das gefallen und ihr habt Lust, das nachzubasteln. Ich wünsche euch auf alle Fälle noch einen schönen Tag und ganz liebe Grüße. Bleibt gesund. Andrea aus der Basteloase.